Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Folgennamen, eigentlich heiße ich Verena. Und heute ist wieder ein Tauschpaket bei mir eingetroffen. Und zwar eins ohne YouTuber, mit ganz normalen Mädels. Es ist meine Trashgruppe Nummer 2. Und ich habe das Paket schon mal voraufgemacht, aber nur hier an der Seite, weil es so fest mit Klebeband zugeklebt ist, dass ich wusste, ich brauchte bestimmt wieder eine Minute, um das Ding überhaupt erstmal aufzumachen. Ich habe recht behalten und jo, deswegen würde ich sagen, schauen wir mal rein. Es ist ein riesen Klopper hier. Oh yeah. Also, obendrauf ist das Sorgen im Biomüll, eine, ich schätze mal, polsternde Verpackung. Cool, sowas habe ich noch nicht gesehen. Dann haben wir hier obendrauf ein Top in Rot. Das ist Größe M. Das muss aber sehr stretchy sein. Ja. Aber aus Größe M bin ich schon recht lang rausgewachsen. Deswegen, nee. Dann haben wir hier ein Windlicht. Das sieht aber eigentlich ganz hübsch aus. Und ich finde, das könnte auch zu meinen Stühlen ein bisschen passen. Ich glaube, das werde ich mir rausnehmen. Dann, hier ist noch mehr Kleidung, und zwar von Esprit, Love Some Days, rosa, aber ich ziehe kein rosa an. Ich habe einen rosa Top, da ist ein Einhorn drauf und drunter steht Death Metal. Und mehr möchte ich nicht in Rosa. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich erstmal die Barbara Box hier raus. Und schiebe das mal ein bisschen zur Seite. Und in der Barbara-Box, die leider halt aufgrund des Versands leicht zerdellt ist, haben wir erstmal so Verpackungschips. Und wir schauen mal, was da drin ist. Es sieht nach jeder Menge Mini-Paletten und Face-Produkte auf. Und zwar haben wir hier von Catrice die Limited Edition, vielleicht erinnert ihr euch noch, Soleil Dead, der Duo-Highlighter, sieht cool aus, muss ich aber nicht. Dann auch von Catrice die Modern Matte Palette hier. Da weiß ich, dass einige davon schwärmen. Das sieht auch cool aus. Der Arctic Glow. Arctic Glow Highlighting Powder. Ihr seht, das ist so blau. Sieht schon cool aus. Ach, wenn ich es benutzen würde. Na, stellst du bitte scharf? Danke. Dann haben wir von Alterra Glanzstücke den Highlighter. Aber auch nicht. Und als letztes da drin, das sieht nicht mehr gut aus. Das ist ein Quadro-Lidschatten, aber man sieht nicht mehr viel von dem. Der ist auch rundherum zugeklebt. Ja, den sortiere ich aus. Leider. So. Dann, was auch noch hier lose mit drin rumliegt, wäre, oh nein, ich kann gleich da rein, da ist jetzt Platz. Nochmal von Catrice, ein More Than Glow Highlighter. Oh, der sieht aber so schön aus. Da kommen wir auf den vielleicht Stapel, weil der so schön ausschaut. Supreme Rose Beam. Dann eine Revolution Highlighter Palette. Sie ist verschlossen mit Gummis, aber ich mache sie euch mal auf. Schauen wir mal rein, ob es auch noch heil ist. Drüben und da und drin. Ja, ist noch. So. Na, Gummis wieder rum.
Ja. So. Weiter geht's. Alles fein säuberlich in Luftpolsterfolie eingepackt. Hätten wir hier einmal die Brown Eyed Girl von Bella Pierre. Dann ein Rouge und ein Bronzer. Hier. Von Riva Young und von Essence Spread the Magic, der Baked Metallic Highlighter. Warte mal, Adventskalender? Kann es sein? Dann, was auch mitkommt, hier eine große Palette. Auch eine Blush-Palette von BH. Aber die bleibt nicht bei mir. Kommt so wieder zurück. Was haben wir hier? Eine L'Oreal Palette. Da klebt ein 7-Euro-Schild dran. Hm? Vielleicht steht irgendwo noch was drin. Deswegen. Und von Alverde ein kleiner Highlighter. Ein holographischer Highlighter sogar. Den nehme ich mir aber auch nicht raus. Und im letzten haben wir noch Haar von Smashbox. Die kennen ja bestimmt diese lustigen Wackelgedönsen. Da. So sehen die Farben aus. Und was haben wir noch? Von Revolution ein Baked Highlighter und Poudaye, keine Ahnung, da steht 5 Euro dran, weiß ich nicht. So, packen wir das jetzt alles wieder schön, dass da nichts kaputt geht. So, Chips wieder rein und Deckel drauf. Was ich noch mache, ist, dass ich mir schnell mal... Oh, ich wollte mir mein Handy krallen, um zu gucken, was ich rein habe. Ich habe ja ein Foto gemacht. Da ist es. Ich meine noch schnell, weil ich gerade überlegt habe, ob ich die Brown Eyed Girl Palette rein habe. Die habe ich nämlich auf jeden Fall und auch mal zum Weitergeben markiert und ja, die Brown Eyed Girl war von mir. Die tue ich dann später wieder raus. Aber jetzt habe ich so schön verpackt. Dann, was bist denn du? Resistance Band Set. 3 Set Resistance Bands, 3 different level. Ist das, sind das so Gymnastik, diese Terra-Bänder heißen sie auf Deutsch. Muss ich mal nachgucken. Wenn ja, nee, weil wir haben schon ganz viele. Matze geht ja zu Physio und hat da so seine eigenen. Dann haben wir hier von Jim Queen, Slim Queen, einen Mahlzeitersatz, Cookies and Cream Geschmack. Geöffnet am 20.07. eine Portion entnommen. Wahrscheinlich hat es nicht geschmeckt. So sieht's aus. Ich mag die Teile gar nicht. Meine Oma hat mal versucht, mir einmal Seed anzudrehen. Aber dann, oh, bist du ein Kleid? Nee, so ein, ja, wie heißt das denn? Ist halt auch Größe M, ne? Wie gesagt, bin ich halt rausgewachsen. Boah, wenn ich schlank wäre, glaube ich, und mir das passen würde, würde ich mir das, glaube ich, rausnehmen. Aber bin ich nicht. Vielleicht sollte ich doch das Ding rausnehmen. Naja. Love yourself. Dann haben wir hier ein silbernes Kosmetiktäschchen ohne Aufdruck. Schauen wir mal rein. Und zwar, Moment, tun wir hier den. Achso, den habe ich schon raus. Ich wollte nur den Highlighter beiseite tun. Okay,
Wir haben einmal Blütezeit ein pflegendes Gesichtsöl, pflegt intensiv für die Haut ab 30. Ich bin 29, ne? Darf ich noch nicht benutzen. Dann Dresdner Essenz, ein Aromaschaumbad. Dazu sage ich nichts. Dann kleine Haarklammerchen von Invisibubble, die benutze ich aber nicht so. Was auch bei mir bleibt, muss ja nicht sagen, es ist ein Schaumbad. Also alles, was mit Bad zu tun hat, wandert zu mir. Dann, was bist du? Ein Handreinigungsspray. Auch aus dem Adventskalender. Ne? Also das sind beides Adventskalender hier. Aber das nicht, weil meine Hände sind ja noch schlimm und ich habe genug Desi-Sprays. Dann Dresden Essenz auf Schritt und Tritt gepflegt. Ein Fußbalsam. Ich liebe es, meine Füße zu pflegen. Das bleibt auch bei mir. Dann eine Seife, eine Meeresseife. Die. Weiß ich nicht. Kommt auf den Vielleicht-Stapel. Dann aus dem Balea Man Adventskalender ein Styling-Gel und eine Handcreme. Das war dann, glaube ich, auch alles. Also diese ganzen Mini-Prüppchen werden wahrscheinlich bei mir landen. Und ich werde jede Menge Plastikmüll machen. Super, Verena. Und eine Auto-Protection Gesichtspflege. Das ist alles für den Handnampf hier. Nochmal eine Handcreme. Die lasse ich dann drin, weil das sind ja zwei. Sind es unterschiedliche? Die sind beide dieselben. Dann lasse ich eine drin. Was haben wir hier? Glossybox Skincare, ein Moisturizer. Den behalte ich nicht. Dann dieses Trilogy Rose Öl habe ich selbst. Das hört sich interessant an. Cora Organics, eine Exfoliating Brightening Mask. Die wird bleiben. Dann The Ritual of Namaste Glow, ein Anti-Aging Day Cream. Die Day Cream. Eigentlich würde ich es nehmen, aber sie verleiht Glow. Und ich mag ja keinen Glow. Dann Alverde, ein Anti-Shine Primer. Das mag ich haben. Was bist du? Ein Hydrating Facial Mist von Castello Monte Viviano. Brauche ich nicht. Dann haben wir hier nochmal von The Ritual of Namaste das Glow. Diesmal ist es aber ein Anti-Aging-Serum. Dann Dresdner Essenz, ein Aromapflegebad. Dann von Skin & Co. Roma eine Whipped Cleansing Cream. Whipped Polishing Cleansing Cream with Truffle Extract. Ich glaube, das kommt auch zu mir. Wieso behalte ich denn einfach die Tasche? Dann von Filorga ein Age Purifying Intense. Ein Double Correcting Serum für Wrinkles und Blemishes. Weiß ich nicht. Ich nehme es mal nicht. Hab's euch gezeigt? Nö. So sieht's aus. Von Caudalie. Venoperfect. Ein Radium Serum. Complexion Correcting. Vielleicht Stapel. Dann ein Nagellack von Essence. Das ist aber nicht so meine Farbe. Dresdner Essenz. Und von Alverde ein Lip Scrub Fresh Mint. Nee. Keine Minze. Das muss nicht sein. So. Dann. Diese schöne Box hatte ich auch in meinem Lookfantastic-Paket, in meinem Fünfer-Sale. Da auch wieder ganz viel Verpackungschips haben wir den Revolution Lip Gloss und ich glaube, der ist von mir. Jupp, der kommt auch raus. Dann ein Nagellack hier von Essence in diesem Flamingo Pink.
Den wollte auch. Nee, das ist gar nicht meiner. Nee, ich habe einen von Nails Inc. Dann haben wir diesen Cuticle Remover. Den hatte ich mir schon mal rausgenommen. Aber ich hätte gedacht, ich habe den vielleicht wieder weitergegeben. Aber laut meinem Bild nicht. Habe ich den wahrscheinlich in die andere Gruppe gegeben. Dann Catrice Pure Radiance Glow Riser. Machst du das weg oder machst du Glow hin? Pure Radiance Glow Riser. Illuminating Gel Primer blurs imperfections and provides an exceptional radiant complexion. The rosy pearls melt with the fresh gel texture. Es steht drunter auch in Deutsch. Ich müsste eigentlich nur in Deutsch lesen, ne? Super, Verena. Vielleicht Unannehmheiten aus und vielleicht ein außergewöhnlich strahlenden Ebenunter. Nein, das macht Strahlen. Strahlen mag ich nicht. Dann von Catrice Velvet Matte eine Lipcreme. Nein, nein, ich glaube, so eine hatte ich mir erst rausgenommen in der Farbe. Das ist ein sehr knalliges Rot. Nein. Dann haben wir hier einen. Ach, hat da einer immer. Ich glaube, anscheinend hat da jemand immer, wenn er was raus hat aus der Pinkbox. Ist das die Pinkbox? Ich glaube schon. Hier den Zettel damit dran als Beschreibung, was es ist. Ist auch eine lustige Idee. Ich hatte ja auch den Gatopie, aber ich glaube, ich hatte eine andere Farbe drin. Gab es den in mehreren Farben? Oder nur in der einen? Nee, trotzdem, nee. Dann haben wir hier von Catrice einen orangen Nagellack. Nein. Von Sephora einen lilanen, so ein Ei. Der ist ja witzig. Ich glaube, den behalte ich, weil er so lustig ausschaut. Auch von Sephora, Glossed Vinyl. Das ist mir zu. Dann ein Mini-Essie. Habe ich den rein? Nee, ne? Ich habe nur den orangenen. Oder halt den rötlichen. Ja, der ist nicht von mir. Den habe ich, glaube ich, selber. Aber daheim noch. Dann sehr glitzerig hier. Aber den behalte ich auch nicht. Das ist mir zu grober Glitzer. Dann hier wieder aus irgendeiner Box von Alverde. Lip Color and Care. True Peach. Das ist mir zu hell. Du bist von Essence ein Lippi in dieser spannenden Farbe. Ja oder nein? Nein, 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 ich bleibe mal stark. Von Jean Darcelle, den habe ich selber. Also auch die Farbe. Dann ein Alverde Matte Lipstick Pure Peach. Das ist immer wieder in der peachigen Farbe drin. Diesmal kommt es aber in Braun daher. Lip Lingerie von NYX. Braun mag ich auch nicht. Auch zu Rot von Trend It Up hier. Dann Nails Inc. Der war auch irgendwo drin. Und ich weiß, ich habe ihn für meine Oma raus. Ich glaube, hätte ich jetzt nicht irgendwie aus anderen Paketen jetzt zusammen vier solche Nagellacke in der Farbe, hätte ich ihn für meine Omi rausgenommen. Aber ja, der ist ja spannend. Der ist ja spannend. Ich glaube, die nehme ich mir auch mal raus. Dann haben wir von My Choice einen Vinyl Lipgloss. Aber nee. Oder war das sind es alle? Ja, genau. Dann kann ich wieder reinlegen. Dann hätten wir von Manhattan einen Lip Art Graphic Liner Liquid Lipstick. Ja. Bleibt auch nicht bei mir. Dann hätten wir die Lingerie nochmal in einem anderen Ton, aber voller auch nicht. Du bist von Revlon ein ziemlich dunkles Rot. Aber nein. Ich bleibe stark. Und von Trend It Up Crystal Nude Lipstick.
Ich glaube, der ist ein wenig geschmolzen. Der sieht so richtig schimmerig aus, aber Nope. Jupp. Ist halt leider, ne, kannst sagen, entweder zu rot oder zu hell. So. Machen wir da den Deckel wieder drauf. Und weiter geht's. Ich muss mal kurz was trinken. Ich habe jetzt schon eine Stunde lang das Tauschpaket aufgemacht von der lieben Nicole Nina Wien. Da ununterbrochen geredet. Und das hat sie mir mitgeschickt, extra aus Italien mitgebracht. Prima. Oh. Ich glaub, da nehme ich mir die Box raus. Ich tue wieder eine schöne rein. Special Edition hier von Dolce und Gabbana. Die ist ja sneaky. So, das sieht, da haben wir einige Masken drin. Schauen wir mal. Wir haben Fizzy Prosecco Party. Feierabend Badeschaum. Ich habe seit 10 Uhr früh Feierabend. Dann, hallo Auszeit, ein Milch- und grüner Tee Schaumbad. Ich sag ja normalerweise, ja, dass ich alles rausnehme. Aber ich fühle mich gerade echt schlecht, weil ich so viel geklaut habe. Deswegen werde ich das mal drin lassen. Und es ist Milch und grüner Tee. Das ist mir wahrscheinlich, gehe ich davon schwer aus, zu duftlos. Also sehr dezent und zurückhaltend, würde ich sagen. Dann, was bist denn du, eine lustige Pinzette? Guck mal. So schaut die aus. Die brauche ich nicht. Dann wieder mit Zettel. Danke, so muss ich es nicht aufmachen. Es ist ein Ja, der Roller drin. Den brauche ich nicht, da habe ich selbst einen. Aber ein Winterbad von Dresden Essence, das wiederum bleibt bei mir. Dann haben wir Glow on Fifth Beauty, ein Rose Gua Sha Stein. Das hatte ich jetzt erst einen Gua Sha Stein. Dann Super Glue Brow Styling Gel von Catrice. Benutze ich nicht, brauche ich dementsprechend nicht. Dann der Trombor Gesichtsroller. Eigentlich hatte ich den mal in einer, aber es war in meiner ersten. Und er kam beim ersten Wanderpaket zurück als einziges Produkt. Dann hat meine Mama gesagt, ach komm, den hier, nehmen wir mit. Von daher weiß ich, dass sie nicht meine ist und ich brauche nicht drauf gucken. Dann ein ganz kleiner Kajal in Türkis von Essence. Aber nicht meine Farbe. Und unten drin haben wir noch. Was bist du denn? Ist das ein Taschenspiegel? Ja, es ist ein Taschenspiegel. Also, ja, so Spiegel. Und so sieht der vorne aus. Spannend. Das ist ja nicht hübsch. Komm auf den Vielleicht-Stapel. Und nochmal ein Gua Sha. Ja, ich glaube, die Gua Sha wird nicht los. Ich tue zwar jetzt alles nochmal zurück. Wenn ich dann um und wieder einpacke, tue ich dann alles aus der Box raus. Und tue es in eine andere schöne Box. Dann, oh, wer gibt die denn her? Die Eiscreme vor Eiscreme. Geh hinaus. Na, ihr wisst, habe ich auch eine verlost. Ich finde die super schön vom Design her. Und die hier ist auch gut voll. Ich halte es ein bisschen weg. Wartet mal. Guck mal, also hier ist massenhaft gefüllt. Fangen wir damit an. Shadow Paint von Sreena ist mir zu blau, komme ich nicht mit klar. Schau mal, schon habe ich die rein. Nein, habe ich nicht. Okay, dann geht's los. Wir haben von Downtown Paris ein Blush. Nein, von Essence You Better Work Gym Proof Waterproof, eine Tinted Day Cream. Eigentlich Anti-Shine ist für mich okay, aber 20 Medium ist viel zu dunkel für mich.
Dann lauter kleine Monos. Wir haben hier mal Stay All Day in so einem metallischen Blau. Nyx haben wir hier einmal mit Bad Seed Rebel. Ein Bouncy Bronzer Caribbean Vibes von Catrice. Wir haben falsche Wimpern. Hatte ich nicht auch falsche Wimpern dran? Nö, hatte ich nicht. Mensch. Wir haben einmal von Leni Lash und einmal von Adele welche. Dann das ist loses Puder. Ne, das sind die Quatsch. Das sah so falsch aus. Einmal von Nicropo ein Liquid Jelly Blusher. Farbton ist Bali. Von NYX Foilplay. Das sind aber Pigmente. Ja, in so einem Silberton. Dann, ich glaube, der Zettel soll sagen, wie viel die mal gekostet haben, damit man den Preis so ungefähr weiß, was man wieder reinlegen soll. Bist du jetzt Pudel? Schaut doch so pudrig aus. Bella Biel Cosmetics und zwar ein Mineral Blush in der Farbe Amaretto. Dann Luxury Powder, ein Banana Powder von Revolution. Vielleicht Stapel. Oder? Nein, ich entscheide mich dagegen. Kommt zu selten zu es zu verwenden. Das weiß ich jetzt schon. Dann von Love, The Galaxy. Eyeshadow. Von Kiko. Der schaut schön aus. Das ist ein Loose Top Coat. Boah, der ist echt schön von der Farbe her. Da sieht man es ein bisschen. Hübsch. Dann Highlighting Pearls. Hier haben wir nochmal einen von den Essence Stay All Day, aber diesmal in lila. Auch von Essence Coast and Chill Blush Bubbles. Dann Plum und Poppy. Das ist bestimmt eine Mascara. Und so ein bananenförmiges Bürstchen. Aber da ich momentan noch so viele daheim habe. Dann haben wir bestimmt hier zwei Highlighting Sticks. Ne, das ist ein Finishing Powder. Aber das ist ein Highlighter. Und zwar der ist von Oritza. Ah, der ist so da. Und das ist aber interessant. Ich glaube, das da hier mit diesem Pudergedönsen, das behalte ich mir mal. Das ist spannend. Von Revolution für 3,50. Hier ihr seht Rose Gold. Ein Metallic Eyeshadow. Contains Flawless Foil. Und ein Satisfied Primer. So ein kleines Set, aber auch nicht so meins. Von Douglas Pearls Harmony, also Healthy Glow Pearls, die sind aber zugeklebt. Brauche ich nicht. Mache ich jetzt auch nicht auf. Dann ein ganz kleiner, dünner von Essence in diesem Rosaton. Und nochmal All Day in einem ziemlich coolen Schwarz. Mal aufschrauben. Ja, der sieht ziemlich cool aus, aber nein. Ein ganz, ganz kleinen Mini. Galactic Lip Gloss, ein Cream Eyeshadow Luna, schätzungsweise dieser Farbe hier. Nein. Guck mal, das ist so groß wie mein kleiner Finger. Nicht mal. Und das letzte Produkt von Essence, Extreme Lasting, ein Eye Pencil in dieser schönen hellen Farbe. Aber nein, das ist alles so nicht meins. Kommt wieder fein säuberlich dahin zurück, wo ich es her habe. Aber ich muss sagen, ganz interessante Produkte diesmal. Also viel dabei, was
jetzt in den anderen Paketen noch nicht so gesehen haben. Also der kam mir schon mehrmals unter. Aber die anderen Sachen sind alle bisher, na gut, außer die Leni-Lashes, noch nicht über den Weg gelaufen. So. Drauf. Dann ist hier noch was zum Anziehen. Und zwar Joyce Bright. Ja, an sich finde ich es lustig, ist auch XXL, das können mir passen, aber es ist dreckig. Das finde ich wiederum schade. Da hier sind Flecken drauf. Die gehen wahrscheinlich nicht mehr raus. Na, bin dann überlegen, ob ich es vielleicht als Arbeits-T-Shirt behalten soll. Aber nee. Nee, da habe ich selbst genug alte T-Shirts, die ich dafür verwenden kann. Sehr schade, wäre cool gewesen. So, dann eine schöne My Little Box. Da drin haben wir dieses Täschchen. Und da ist was drin, spüre ich. Da sind Mini-Proben drin. Und zwar haben wir hier von Urban Decay Anti-Aging was. Nein. Dann von Clinique. Was bist du? Classic Ivory. Von Maybelline. Das wäre zwar mein, wahrscheinlich mein Farbton vielleicht mit Ivory, aber es ist mir einfach immer irgendwie so zu wenig. Und die Sache ist, ich kaufe Maybelline ja nicht wegen den Tierversuchen. Und dadurch heißt es, würde ich mir es nicht nachkaufen. Deswegen denke ich, macht es keinen Sinn. Von Guerlain Paris. Guck mal, die Eye Cream sieht ja fancy aus. Ich glaube, die Mini-Probe behalte ich. Ich habe auch so ganz kleine Mini-Pröbchen zum Eingeben. Dann ein Enzympeeling von B-Routine. Hübsch. Das werde ich mir auch rausnehmen. Die Luxusmaske von Schäbens. Die aber glaube ich nicht. Und Nagelsticker von Essence. Auf welche Nägel soll ich mir die kleben? Dann, ach na, wie süß. Frische Liebesspiele. Das nehme ich raus für den Händknampf. Weil es ist zu lang, um das zu erklären. Wir kennen so ein ähnliches Buch und damit verbinden wir lustige Erinnerungen. Und ja. Was ist denn das für eine Monstrosität? Also, wir haben Schmuck, ja. Und das ist wirklich schwer. Ich hole dich jetzt mal raus und muss kurz noch was trinken. Brr. Also, wir haben einmal zwei Kreolen. Die hier. Nee. Dann haben wir die nochmal in größer. Und noch eine andere Größe. Ne? Komm, will nicht raus. Ja, also erstmal hier, ne? Also noch andere Größen. Ich habe mich so hier verfangen. Diese Kette, das alles zusammen. Oh Gott, Hilfe. Also wir tun mal das hier runter. Ich glaube, das. Nee, das gehört nicht zusammen. Okay. Das da. Entwirren. So. Glaube ich. So. Sieht diese Kette aus. Spannend. Kriege ich die in meinen Kopf? Ja. Weiß ich nicht. Mal vom Spiegel nochmal genauer anschauen. Sieht irgendwie fancy aus. Die kommen auf den Vielleicht-Stapel. Dann haben wir hier eine mit so einem
schwarzen Stein vorne dran. Die nicht. Dann diese Kette hier, die um die Kreole hängt, auch nicht. Und dann da, ja. Das ist für, also ich weiß nicht, ob das auch für andere Leute, ob man das auch in Schmuckläden kaufen kann und ob man das auch im nicht sexuellen, oh Gott, ich hasse dieses Ding, Kontext rantun kann, weil ich weiß, dass Matze mir mal sowas gekauft hat aus einem Erotikladen, wo du das halt auch hier so drüber tust, als, naja, nicht BH, also wie auch immer. Ja, intime Details von den Knöpfen. Wie gesagt, sowas habe ich schon. Dann die kleinen Spangen brauche ich nicht. Dann dieses Armband hier auch nicht. Dann haben wir hier ein Self-Tamming Foam hier. Mache ich ja nicht, also Self-Tanning. Dann haben wir hier das kleine süße Set von My Little Box, das in der Sommeredition drin war, mit Pfeile, Pinzette und Nagelklipsi. Das finde ich süß, das nehme ich mir raus. Ich habe da zwar schon den Nagelklipser aus dem Tauschpaket gerade rausgezogen, vorhin von Nicole Nina Wien. Den werde ich dann wieder hier reinlegen. So habe ich das Set vollständig. Das ist nämlich schön, weil die Tasche dazu, ah ne, da ist leider schon weg, die dazu gehört, hat sie mir nämlich geschickt. Die steht jetzt da hinten. Und wenn ich das hier auch noch rausnehme, dann habe ich praktisch das Set komplett. Und hier drin ist, was ist hier drin? Ohrringe von Bijou Brigitte. Sind aber nicht ganz mein Fall. Komm auch wieder zurück. So, jetzt überlege ich nochmal wegen der Kette. Nein, nein, nein. Ich habe in diesem, ja, was ist das denn für eine Farbe? Nee. Noch mehr daheim rum. Nein, nein. Dann liegt nur noch mehr zu Hause rum. Und jetzt die letzte Box ist eine ganz normale Pink Box. So, die kommt gleich mal wieder rein. So, dann. Die sieht so aus. Und da haben wir mal was anderes. Nämlich das Colorista. Nicht in dem Pink, sondern im Lila. Das heißt, das war also halt, das ist höchstwahrscheinlich nicht das, was in der Pinkbox drin war. Aber in der 10-Jahres-Edition war ja das Rosa nicht mehr drin, weshalb ich das zweimal hatte. Und es ist halt auch in vielen Wanderpaketen und sonst wo aufgetaucht, weil halt keiner die wollte. Aber das ist jetzt Lila und ich glaube, das behalte ich mir mal. Dann der Fix & Rouge Primer, den habe ich dieses Mal nicht reingetan, obwohl ich ihn 8-mal hier habe oder so. Die Bodycreme Copacabana für jede Haut, die riecht super gut. Die werde ich mir rausnehmen. Die duftet schon, obwohl das Ding hier noch drauf ist. Ein Traum. Ein Traum. Ich verstehe gar nicht, wie man sowas weggeben kann. Aber das denke ich mir bei so vielen Produkten hier immer. Dann von Matt Maske eine Leave Me On Winter Mask. Die hebe ich mir mal auf für den Winter. Du bist Passion Syneo Aura ohne Alu. Das ist ein Deo Spray. Ich mach's mal auf und riecht sehr nach Alkohol.
Nee, riecht nicht so gut. Dann eine Special Mask 5 Balance von Lipogen. Dann hier haben wir von Sios ein Pastel Spray. Aber nee, das nicht. Kamille Hand- und Nagelcreme. Was bist du? Die Bibiana Tagescreme. Nein, ich glaube nicht. Ich habe noch so viel Cremes. Obwohl sie mich interessieren würde. Und hier haben wir noch die Balea Handcreme Fruity Harmony mit Pitaya und Kokosmilch. Und da schnüffel ich mal dran. Ich meine halt immer noch nach Michael Kreuer. Die auch. Muss ich mal da was tun. Kommt davon, wenn man so viele Pakete hintereinander abdreht und Sachen ausprobiert. Die riecht auch gut. Ich glaube, die nehme ich mir auch raus. So. Wieder einpacken. So. Dadurch, dass ich jetzt... ich hatte ja noch ein Fleischprodukt. Weil ich glaube, ich habe mich jetzt entschieden. Ich mache gar kein großes Willkommen 5 Minuten später, wenn ich aussortiert habe, was ich nehme und was ich nicht nehme. Ich sage es euch jetzt gleich, weil ich da sehr sicher bin eigentlich. So, also, ich werde behalten. Wie ihr gerade gesehen habt, diese 2 Sachen hier. Einmal die Bodycreme und Masky, Haarfarbe und Handcreme. Der Essie-Nagellack. Dieses lustige Buch. Dieses Sachets mit Badeschaum drin. Und diese kleinen Badeschäumchen hier von Dresdner Essenz. Dieses Finishing Powder. Das kleine Schaumbad. Für den Herrenknampf diese 3 Produkte aus dem Balea Man Adventskalender. Diesen lustigen Sephora Nagellack. Den Alverde Primer. Diese Seife und das Enzympeeling. Und dieses Cora und das da. Die werde ich behalten. Ich habe mich jetzt gegen den Spiegel und den Highlighter entschieden. Wobei doch den Highlighter behalte. Aber der Spiegel kommt mit weg. Genau, und dieses Set. Habe ich da schon hochgehalten, die kleine Creme. Genau, die Sachen werde ich behalten und dann wieder auffüllen. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen, mit mir dieses wunderschöne Paket durchzustöbern, was alles für tolle Sachen da sind. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst doch gerne ein Abo für mich und den Handknampf da. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben und vielleicht einen lieben Kommentar von euch. Ich wünsche euch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.